Glück auf, Freunde des Mondes. Ja, heute geht es um den Mond und seinen Einfluss auf die Pflanzen und auch wie man, ja, oder in welchem Sternbild man verschiedene Pflanzen pflanzen sollte. Sehr interessantes Thema. Stürzen wir uns rein. Mit zunehmendem Mond atmet die Erde aus. Die Energie steigt aus dem Boden in die Blätter auf. Die Säfte steigen auf und das Wachstum von Blättern und oberirdischen Trieben wird begünstigt. Alle Handlungen im Zusammenhang mit Pflanzen, die Früchte über der Erde tragen, sollten während des Wachstums des Mondes ausgeführt werden. Wenn der Mond kleiner wird, atmet die Erde ein. Die Energie geht von den Blättern in den Boden, die Säfte gehen hauptsächlich in die Wurzeln. Die Phase des abnehmenden Mondes ist eine gute Zeit für das Beschneiden, Düngen, Gießen, Ernten und Jäten. Ja, wie ihr seht, wir gehen heute in die Gärtnerei, ins Gärtnern. Auch sehr schön, die Verbindung hier festzustellen. Der Mondzyklus dauert 29,6 Tage und ist in vier Perioden, Quartale, unterteilt. Erstes Quartal Neumond, zunehmende Sichel. Zweites Quartal Vollmond, zunehmende Sichel. Drittes Quartal Vollmond, abnehmende Sichel. Und das letzte Quartal Neumond, auch abnehmende Sichel. Die Pflanzen werden in vier Gruppen eingeteilt. Gruppe 1, Pflanzen mit Wurzelernte. Gruppe 2, Blattgemüse. Gruppe 3, Pflanzen mit Samen im Inneren der Frucht. Gruppe 4, Pflanzen mit Samen außerhalb der Frucht. Jede Gruppe ist mit jeder Phase des Mondzyklus verbunden. Der Neumond ist eine gute Zeit, um Pflanzen mit Samen im Freien zu pflanzen, die Früchte über der Erde tragen. Das kosmische elektromagnetische Feld, das den Mond beeinflusst, bewirkt, dass Pflanzensäfte aufsteigen und Samen keimen und wachsen. Die Phase des ständig zunehmenden Mondlichts, die folgt, hilft ebenfalls. Blattgemüse und Gemüse mit äußeren Samen wie Spinat, Kohl, Blumenkohl, Brokkoli und so weiter lassen die Gemüsesäfte aufsteigen, die Samen keimen schneller und nach, wenn der Mond wächst, wird das Keimlingswachstum gefördert. Das erste Viertel begünstigt das Pflanzen von Gemüse mit Samen im Inneren, zum Beispiel Bohnen, Erbsen, Tomaten, Paprika, Auberginen. In dieser Phase ist der Mond halb und wächst an jedem folgenden lunaren Tag, bis er den Vollmond erreicht. Blattgemüse werden in dieser Phase am meisten bevorzugt. Der Vollmond begünstigt das Aussehen von Gemüse, die für ihren unterirdischen Teil angebaut werden. Beispiel Wurzelfrüchte, Zwiebeln, Knollen, zum Beispiel Karotten, Rüben, Zwiebeln, Kartoffeln. Nach der Vollmondphase beginnt der Mond zu schrumpfen und die kosmische elektromagnetische Energie nimmt allmählich ab, während wir mehr Feuchtigkeit nahe der Erdoberfläche haben. Ab dem Vollmond konzentriert sich der Einfluss der kosmischen Energie auf die Wurzeln der Pflanzen, wenn der Mond abnimmt. Das letzte Viertel bis zum Neumond ist eine brachliegende Zeit, ideal für die Kompostierung und das Entfernen von Unkraut. In dieser Phase haben wir reduzierte elektromagnetische Energie und weniger nächtliches Licht. Jetzt gehen wir auf die Sternbilder drauf ein. Wie in der vorhergehenden Folge haben wir festgestellt, dass der Mond je nach Phase in bestimmten Sternbildern steht. Ist von der Mondkarte abzulesen. Wer will, kann da auch gerne mal in das Video schauen. Das Buch wird beim letzten Teil von mir veröffentlicht. Einige haben es vielleicht schon gefunden. Im letzten Video werde ich es auf jeden Fall in die Videobeschreibung packen. Der Mond durchläuft die 12 Sternbilder in etwa 28 Tagen. Jedes Sternbild erstreckt sich über einen Winkel von 30 Grad. Wenn der Mond in 28 Tagen einen kompletten Zyklus der Sternbilder durchläuft und dabei einen 360-Grad-Kurs absolviert, können wir berechnen, dass der Mond etwa 2,3 Tage in einem Sternbild verweilt. Hier ist eine Übersicht darüber, welche Arbeiten an Pflanzen in jedem Zeitraum am besten durchgeführt werden, wenn der Mond in einem bestimmten Sternbild steht. Widder, trocken und unfruchtbar. Insektenkontrolle, pflügen, beschneiden, jäten und ernten. Das Beschneiden während des Mondes im Widder kann das Wachstum von lästigen Pflanzen und Unkraut einschränken. Stier, fruchtbar und fließend. Eine gute Zeit zum Aussehen von Samen. Auch eine gute Zeit, um Pflanzen zu beschneiden, um ihr Wachstum zu kontrollieren. Wenn der Mond im Stier steht, ist dies eine gute Zeit für das Pflanzen von Wurzelgemüse, insbesondere wenn Haltbarkeit wichtig ist.
Zwillinge. Trocken und unfruchtbar. Insektenkontrolle, Pflügen und Jäten. Ernten von Kulturen, die langfristig gelagert werden sollen. Wie zum Beispiel Melonensamen passen hier gut. Krebs. Sehr fruchtbar und feucht. Es ist eine der fruchtbarsten Zeiten für das Aussehen und Umpflanzen von Pflanzen. Beschneiden von Pflanzen, um gesundes neues Wachstum zu fördern. Gute Zeit für Düngung, Bewässerung und Pflanzen. Löwe. Sehr trocken und unfruchtbar. Gartenarbeiten, die während des Mondes im Löwen erledigt werden können, umfassen Unkrautbekämpfung, Pflügen, Beschneiden und Jäten. Jungfrau. Trocken und feucht. Bäume, Sträucher und Kräuter in dieser Zeit beschneiden, um ihre Form zu erhalten. Waage. Halb fruchtbar und feucht. Eine gute Zeit, um Blumen, Reben und Kräuter zu pflanzen. Auch ein gutes Zeichen, um Pflanzen zu beschneiden, um ihr Wachstum zu kontrollieren und ihre Form zu erhalten. Pflanzen und Aussehen besonderer Blumen und Getreidepflanzen. Skorpion. Sehr fruchtbar und feucht. Eine der fruchtbarsten Zeiten für das Aussehen und um Pflanzen. Die beste Zeit, um robuste Pflanzen und Reben zu pflanzen. Es ist auch ein gutes Zeichen, um Dünger für die Pflanzen aufzutragen. Schütze. Trocken und unfruchtbar. Insektenkontrolle, Pflügen, Beschneiden und Jäten. Gute Zeit für die Ernte und Bodenbearbeitung. Das Beschneiden während des Mondes im Schützen kann das Wachstum von lästigen Pflanzen einschränken. Steinbock. Bin übrigens ich bin Steinbock. Produktiv und trocken. Ja, passt. Gute Zeit für das Pflanzen von Kartoffeln und anderen Wurzelgemüsen sowie zur Förderung von kräftigem, robustem Wachstum. Gute Zeit für das Beschneiden, zur Förderung der Heilung und für die Anwendung von organischen Düngemitteln. Wassermann. Trocken und unfruchtbar. Wassermann ist gut für das Pflügen und Jäten. Die Ernte während dieses Mondes hilft bei der langfristigen Lagerung. Fische. Sehr fruchtbar und feucht. Eine der fruchtbarsten Zeiten für das Aussehen und das Umpflanzen von verschiedenen Pflanzen. Dies ist ein weiteres Zeichen, dass die Düngung von Pflanzen begünstigt, besonders gut für die Wurzelentwicklung und Bewässerung. Ja, das waren die Sternzeichen, die der Mond durchläuft und was dort zu tun ist, beziehungsweise was sich dort gut macht. Zusätzlich zur Position in den Sternbildern und zur Mondphase ist es ratsam, die Position des Mondes in Bezug auf die Planeten zu betrachten. Sie können ihre landwirtschaftlichen Arbeiten an günstigen Tagen und zu günstigen Zeiten basierend auf den natürlichen Einflüssen planen. Ja, kleiner Ratgeber für den Heimgärtner zu Hause, wie man mit Hilfe des Mondes seinen Ertrag erweitert und welche Aufgaben ja, einem zufallen, je nachdem welche Mondphase ansteht. Man hat für jede Mondphase 2,3 Tage Zeit. Das sollte genug Zeit zum Beschneiden, zum Jäten, zum Aussehen etc. sein. Ja, wer dieser Anleitung folgt, wird eine reiche Ernte einfahren. Ich hoffe, es hat euch gefallen, der Mond und sein Einfluss auf die Pflanzen und ja, was wir tun können, um im Gleichgewicht der Natur, hier in dem Fall mit dem Mond, gewisse Gartenarbeiten durchzuführen. Ich habe mir das auf jeden Fall an meine Pinnwand gepinnt. Und werde nächstes Jahr, wenn ich meine Blümchen und meine Früchte und meine Pflanzen aussehe, werde ich mich daran halten. Ja, das soll es zu diesem Teil von Schwingungen des Kosmos gewesen sein. Ich wünsche euch alles Gute und wir sehen uns. Bis bald.